Finden wir heraus, welcher Fahrer hier in Shanghai auf das Siegerpodest des Grand Prix von China klettern wird. Der Shanghai International Circuit ist ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 16 Kurven. Die langen und ab und zu auch immer enger werdenden Rechtskurven zu Beginn testen die Geduld der Fahrer, während an anderen Stellen der Seitenwind das Können der Piloten absolut an die Grenzen bringt. Es gibt zwei DRS-Zonen zur Unterstützung beim Überholen für Kurve 1 und dann nach der langen Geraden für Kurve 14. Heute steht mir wieder der quirlige Stefan Römer zur Seite und wir haben gerade so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und haben unter anderem über 2007 geredet. Ein wirklich irres Rennen mit vielen, vielen Überraschungen. Damit rechnen wir eigentlich auch heute wieder und deshalb können wir es überhaupt nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Warum, Stefan, glaubst du denn, dass es auch heute wieder spektakulär wird? Ich würde sagen, ein Grund dafür ist die Strecke selbst. Diese Strecke ist eine ziemliche Belastung für die Bremsen. Du weißt, dass es hinten diese lange Gerade gibt, nach der dich in Kurve 14 eine Spitzkehre erwartet. Und die Kurven 6 und 11 sind auch ziemlich schwierig. Außerdem ist es eine große Herausforderung, hier die Reifenabnutzung der Vorderräder unter Kontrolle zu bekommen. Du musst während des Grand Prix also eine Menge beachten und immer auf Überraschungen gefasst sein. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Verstappen, Leclerc, Valtteri Bottas und Gasly, Ricciardo und ein Alfa Romeo, Grosjean und Kevin Magnussen, Hülkenberg, Stroll, Devin Butler und Albon, Perez, Sainz Jr., Lukas Weber und Lando Norris. Raikkonen und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Und damit herzlich willkommen zurück zu F1 2019 in der Karriere. Ja, wir dürfen ja heute vom 8. Startplatz starten. Ursprünglich habe ich mich für den 9. Startplatz qualifiziert im Regen, aber da war wohl ein Fahrer, der eine Strafe hat, deswegen bin ich da einen Platz nach vorne gerückt. China ist jetzt nicht unbedingt eine Strecke, die mir gut liegt, deswegen denke ich mal, wird es hier doch ganz schön schwer sein, überhaupt Punkte zu machen, denn das Feld war doch sehr nah beieinander. Und da muss ich echt mal schauen, dass ich da eine gute Performance hinlege und hoffe einfach, dass wir hier ein gutes Rennen haben werden, vielleicht Punkte holen werden und ansonsten auf jeden Fall heil durchkommen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ins Rennen rein. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier laufen wird. Dass China jetzt nicht gerade eine Strecke ist, die mir wirklich liegt. Also konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen der Reifen und Bremsen. Es kommt halt darauf an, ob man am Start gut wegkommt und heile durchkommt. Und dann, heißt es dann quasi erstmal Position halten bis zum Boxenstopp. Ich weiß auch noch nicht, was die Fahrer um mich herum für Strategien fahren halt. Grosjean startet zwischen hinter uns auf Mediums. Also wenn die lange halten, könnte er das mit einer Einstoppstrategie hier machen. Indem er dann auf die harten wechselt und dann, war's das. Ja, Regen wäre auch nicht so geil. Also das Qualifying im Q3 war schon echt schwierig im Regen. Muss ich definitiv sagen. Daniel Ricciardo wird auch eine harte Nuss. Denn der hat mich im Qualifying hier doch gut geschlagen. Der war, glaube ich, doch ein ganzes Tick schneller als ich. Aber gut, dass die Top-Teams schneller sind als ich, das ist eigentlich klar. Aber schauen wir mal, wie das Rennen am Ende läuft. Ich möchte auf jeden Fall ein gutes Ergebnis fürs Team einfahren. Es soll ja auch realistisch sein.
Deswegen Top 7 rechne ich nicht mit. Eher so, weiß ich nicht, zwischen, ja, wo wir jetzt gerade sind, Platz 8 bis so Platz 12 vielleicht, wenn es schlecht läuft. Aber das müssen wir uns jetzt mal anschauen, wie der Start läuft, wie das Rennen verläuft. Und wenn es halt mal außerhalb der Punkte ist, ist es halt so und kann ich es auch nicht ändern. Aber das Auto ist halt eigentlich eher fürs, ja, Mittelfeld bzw. fürs Ende des Felds eher gedacht. Ich denke mal, wird zwar noch ein Patch geben, das Auto ein bisschen anzupassen, da er doch in der Saison besser ist als das, was man hier aktuell im Spiel sieht. Aber gut, müssen wir mal schauen. Okay, der Start war jetzt nicht so berauschend. Ricardo hatte einen richtig guten Start. Da ist schon mal Grosjean an mir vorbei. Und innen will der Nächste, und zwar Magnussen. Ja, der auch einfach mal auf seiner Linie beharrt und mich da ein bisschen angetitscht hat. Und Grosjean vor mir hat mich ein bisschen geblockt. Dadurch, ja, konnten die Haas sich dann gegenseitig so ein bisschen Schützenhilfe geben. Zumindest Magnussen konnten wir jetzt wieder erwischen. Und da der auf Mediums fährt, sollte unsere Pace eigentlich schneller sein. Aber irgendwie die Starts in F1 2019, die kriege ich noch nicht so ganz hin. Also da muss ich sagen, das hatte ich im 18er besser hinbekommen. Hier falle ich dann leider doch nochmal ab und zu doch ganz schön zurück, muss ich sagen. Können wir erstmal ein bisschen RS ausgeben, um wieder an Grosjean dran zu kommen und von Magnussen wegzukommen. Es ist Reifen an Reifen und ich habe einen Flügelschaden. Aber meine Reifen sind schon so hinüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, wie ich gerade fahre, oder ob die vom Qualifying schon so kaputt waren. Das kann ich aktuell noch nicht so ganz nachvollziehen, warum die so viel schon Abtrieb haben. Ja, genau. Stoß mich raus. Danke, Grosjean. Ja, genau, danke. Jetzt hast du mir den zweiten Teil vom Flügel auch noch beschädigt. Es läuft ja gerade richtig, richtig gut. Jetzt ist Hülkenberg dadurch an ihm vorbeigekommen. Das heißt, ich habe ein Renault vor mir und ein Renault hinter mir. Aber Hülkenberg wird mich gleich kassieren, denke ich mal. Wir glauben, dass wir eine gute Alternative Strategie haben. Ich komme hier gar nicht mehr um die Kurve. Ja, geil. Jetzt brauche ich eh einen neuen Flügel. Danke, Grosjean. Sebastian Vettel ist aus dem Rennen. Oha. Okay, geht in Ordnung. Boah, alter Schwede. Ich überlege hier gerade sogar auf die Harten zu wechseln. Weil, ja, so früh war der Boxenstopp eigentlich nicht geplant. Und, ja. Dann habe ich vielleicht ein bisschen Ruhe auch. Boah, selbst die Bremsen gehen gar nicht mehr. Jetzt sind wir auf den 18. zurückgefallen. Ja, geil. Ich bin der Einzige, der da jetzt einen Schaden von getragen hat. Weil alle anderen fahren weiter. Super. Vor allem, wie der Haas mir einfach mal reingefahren ist. Ne, Grosjean ist auch in der Box. Der hat jetzt auch einen Schaden. Der war sogar noch hinter mir. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. 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 Fahr raus. Fahr jetzt raus. Jeff.
Überblickst du eigentlich, was du da sagst? Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Sag mir, während ich schon stehe, ja, deine Rundenzeit fallen zurück. Ja, ach nee, wenn ich keinen Flügel in der Runde hatte und jetzt in der Box stehe, dann kann meine Rundenzeit auch nicht schneller sein. Oh Mann, ey, Jeff. Das war jetzt mal richtig fail von unserem Jeff hier wieder. Ja. Komponentenabrieb hat sich auch ein bisschen erhöht mittlerweile wieder. Aber ja, da forsche ich ein bisschen dran wieder in der Strapazierfähigkeit. Beim nächsten Rennen müssten die Sachen dann fertig sein. Von daher hoffe ich, dass das sich ein bisschen verbessert. Finde ich interessant, dass ich so viel ERS habe, obwohl ich auf Standard gefahren bin. Weil in F1 2019 habe ich so das Gefühl, dass ERS-Management richtig schwer geworden ist. Dass die Batterie selbst auf Standard sich extrem schnell entlädt, aber hier auf der Strecke gerade irgendwie nicht so richtig. Ich weiß auch nicht warum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann ja was werden, ey. Ja, ein bisschen weit rausgekommen. Gut, sind natürlich die harten Reifen, die haben noch nicht wirklich Grip. Und wie gesagt, die Strecke liegt mir auch nicht besonders gut. Vor allem diese Schneckenkurve, die hasse ich halt wie die Pest. Da komme ich teilweise überhaupt nicht klar. In F1 2018 muss ich allerdings sagen, bin ich hier einigermaßen schnell gegenüber der KI durchgekommen. Also, keine Ahnung, lief da irgendwie ein bisschen besser. Na gut, sie haben halt hier das Fahrverhalten abgeändert. Die Reifen haben sich nochmal geändert. Die Fahrhilfen haben sich geändert. Also von daher, alles ein bisschen anders jetzt geworden. Egal. Da müssen wir jetzt durch. Okay, du musst unbedingt zu deinem Vordermann aufschließen. Er liegt 26 Sekunden vorn. Ja, der war aber auch noch nicht an der Box. Da ist klar, dass ich da weit hinterher liege. Gegenüber George Russell. Aber ich habe schon irgendwie mit sowas gerechnet, dass mir sowas im Rennen passiert. Dein Vordermann hat soeben auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Oh, Leclerc war an der Box. Auch ein Mercedes war an der Box. Krass. Warum, dass die so weit durchgereicht wurden. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Gut. Aber der Abstand ist trotzdem noch echt groß. Und die fahren jetzt alle auf Mediums. Es könnte natürlich sein, dass die dann zweiten Stint Mediums fahren. Ich hoffe, dass ich mit den harten so lang fahren kann, dass ich nochmal einen Reifen, einen Stint auf Soft fahren kann. Oder wenn die Reifen lang genug durchhalten und noch gut fahrbar sind, vielleicht sogar durchfahren kann. Aber das wird, glaube ich, echt schwierig. Wir sind bereits jetzt schon bei 6%. Aber wir müssen uns das Rennen mal anschauen. Wenn das Auto ein bisschen leichter wird, dann ist auch natürlich die Belastung auf den Reifen nicht mehr ganz so hoch. Naja, mal gucken. Immerhin Grosjean kann ich gut hinter mir halten. Ist ja auch schon mal was. Ja, ein bisschen weit rausgekommen beim Bremsen.
Und da haben wir den Pöller umgenietet. Auf Perez. Also scheinen sogar Zeit gerade wieder zu verlieren. Weil das waren ja so 25, 26 Sekunden auf Russell. Na gut, der kann natürlich, sag ich mal, mit den Mediums ein bisschen schneller fahren als hier auf den harten. Aber wie gesagt, erst am Ende werden die Punkte zusammengerechnet. Das Rennen ist noch sehr lange. Und wer weiß, was im Rennen noch passieren wird. Aber Grosjean kommt, glaube ich, gerade wieder ein bisschen näher. Aber ich habe auch das Auto gerade nicht so ganz im Griff, muss ich sagen. Okay, jetzt ist der Abstand 12, oder habe ich mich eben verlesen, dass es nicht 27, sondern 17 waren zu Perez. Das kann natürlich sein, dass ich mich da eben ein bisschen verguckt habe. Teamkollege in der Box. Ja, ich werde auch hinter dem landen nachher. Weil so viel Zeit verliert man dann nicht in der Box. Ich glaube, der fährt jetzt gerade schon los. Wenn ich es richtig sehe. Ja, der fährt schon wieder. Ja, ich bleibe richtig weit hinter dem. Obwohl, so weit ist es gar nicht. Problem ist, ich weiß auch nicht, auf welchem Platz Kimi war, bevor er an die Box gegangen ist. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,4 Sekunden. Ich sehe, dass der Abstand jetzt auch nicht so gewaltig ist, Jeff. Ich habe hier echt ein bisschen mit dem Auto gerade zu kämpfen, muss ich sagen. Vor allem die ganz harten Reifen, die fühlen sich auch nicht so wirklich geil an. Also es wird ein schwieriges Rennen. Ob überhaupt Punkte drin sein werden am Ende, bleibt noch abzuwarten. Aber der Abstand zu Grosjean ist ein bisschen größer wieder geworden. Und so weit weg bin ich ja von Kimi gerade nicht. Also von daher passt das noch, dass ich zumindest teamintern auf einer ganz guten Position gerade bin. Trotzdem Schaden, wodurch ich halt sehr weit nach hinten gefallen bin. Aber ärgerlich ist es natürlich trotzdem. Okay, die Runde habe ich jetzt weder gewonnen noch verloren auf Kimi. Also die Pace ist gerade sehr, sehr, sehr gleich. Aber ich glaube, aus der Kurve ist der ein bisschen besser rausbeschleunigt.
Aber Kimi, denk dran, ich bin hinter dir. Wenn du dir einen Fehler erlaubst, bin ich dran. Die Runde war von mir schneller und ich bin an Kimi näher dran gekommen. Ja, mal gucken. Ein paar Runden könnte man Kimi haben. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,7 Sekunden. Die 4,9 haben wir aktuell auf Grosjean. Hamilton hat mal die schnellste Runde gefahren. Also es müssen natürlich noch einige zum ersten Boxenstopp rein. Ich glaube, da bin ich ein bisschen näher an Kimi rangekommen. Ich glaube nicht mehr viel und wir dürften im DRS-Fenster sein. 1,2. Ja, zu Grosjean sind es 5,4. Also da haben wir wieder knapp 5 Zehntel draufgehauen bei ihm. Abstand ist in dem Sektor jetzt quasi gleich geblieben. Es fehlt also nicht mehr viel. Und dann sind wir dran. Ja, jetzt sind wir sehr nah dran. An unserem Teamkollegen. Wir sind leider weit rausgekommen, den Schwung konnte ich jetzt nicht ganz mitnehmen. Okay, da hat er doch einen weiten Bogen gefahren. Das hat mich jetzt gerade etwas gewundert, deswegen bin ich nochmal ein bisschen Richtung Gras ausgewichen. Ich frage mich ja, wie viele Fahrzeuge vor Raikön schon an der Box waren. Natürlich die Top-Teams okay, aber von den anderen, die hinten gestartet sind, die auf dem Medium gestartet sind, ja, bin ich mal gespannt. Weil da kann es noch einige Verschiebungen geben. Oh, ein bisschen sehr weit auf dem Körper rausgetragen worden. Bin ich noch im DRS-Fenster? Ja, bin ich. Das hat nicht ganz geklappt und Kimi fährt mir vors Rad.
wollte eigentlich innen reinstechen, aber... Ja, Verwarnung, genau. Ich wollte eigentlich innen reinstechen, aber da hat Kim mir die Tür ein bisschen zugezogen und außen war allerdings auch nicht so viel Platz. Also das war schon eine enge Kiste, aber hier beim Reinbremsen, da haben wir jetzt mal die Oberhand. Wir sind an unserem Teamkollegen immerhin vorbei. Alex Albon wäre der Nächste. Aber bis wir den kriegen, das dauert noch eine Weile. Aber da hoffe ich natürlich, dass er noch seinen ersten Boxenstopp machen muss. Sehen die Reifen aus, 25%, geht eigentlich, dafür, dass wir die so früh draufgezogen haben. Ich glaube, eine ganze Renndistanz werde ich da nicht mehr hinkriegen mit, aber da dürften wir auf jeden Fall noch eine Weile mitfahren können, dass wir wirklich zum Schluss in den roten Reifen nochmal fahren können. Und da kommt Gasly aus der Box. Der war unter den Top 6. Da haben wir uns jetzt mal gerade schön dran vorbeigeprescht. Ich weiß nicht, ob der einen Unfall hatte oder warum der jetzt so weit hinten ist. Weil wir hatten ja immerhin auch schon einen Boxenstopp. Zwar wegen dem Nasenwechsel und so, aber... Gut, also eigentlich hätte der nicht hinter uns fallen dürfen. Ja, Gasly, da hast du am falschen Punkt überholt. Aber gleich kriegt er natürlich DRS. Da wird er dann natürlich nochmal richtig auflegen können. Mit seinem Überholmanöver. Aber ich werde es ihm nicht zu einfach machen. Aber zum einen will ich den Platz ungern verlieren und zum anderen, ja, möchte ich auch meinem Teamkollegen ein bisschen beiseite stehen, da der gerade hinter Gasly hängt. Das heißt, vielleicht könnte der den sogar kassieren. Ja, Jeff, ein Scheiß werde ich mit Mediums weiterfahren. Ich werde jetzt erstmal eine ganze Weile noch auf dem Reifen hier verbringen. Gasly klebt mir richtig am Popo. Okay, die Vorderreifen haben auch schon ein bisschen mehr Abrieb mit 30. Aber vor allem die linken Reifen haben halt den meisten Abrieb. Das hat man schon gesehen, klar. Wow. Was hatte der denn hier auf einmal für Geschwindigkeiten? Okay, ich bin jetzt auf kein RS gefahren, aber das war trotzdem heftig, was der da gerade für einen Speed-Überschuss hatte in der Kurve. Das war schon erstaunlich, muss ich sagen. Aber ich kann auch ruhig ein bisschen mehr auf Fett fahren, weil man kriegt hier auf der Strecke sehr viel Benzin dabei.